Kapitel 2 Ednas Versteck. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, diese Edna finden, stimmt's? Aha. Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. So, können wir die Karte wieder nehmen? Oh, okay, wir müssen hier hinterher. Die Karte brauchen wir, ja? So, jetzt aber. Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Klar. So, hier haben wir ein Fahrrad. Das musste das Polizeiauto sein. Wenn bei Lilly die Luft raus war, dachte sie an Dinge, die ihr niemand nehmen konnte. Knochen. Knochen, ja. So, können wir die nehmen? Wir können die tatsächlich nehmen. Gitter. Die Gitterstäbe legten nahe, dass es sich hierbei um einen Löwenkäfig handelte. So, was haben wir hier noch? Fenster. Ups. So, den Pizzakarton können wir denn öffnen? Chilischote. Okay, das war's, glaub. So, dann müssen wir jetzt in das Polizei. Hey, hallo. Der Polizist zitterte am ganzen Körper. Dabei war es hier drin doch gar nicht so kalt. Valium. Okay. Lilly mochte alles, was bunt war. Blumen, Schmetterlinge und die Flecken, die sie bekam, wenn sie sich schlecht benahm. Dann nehmen wir die. Können wir die nehmen? Guck. Können wir tatsächlich nehmen. Weingummi. Der Polizist. Dabei war es. Dose Valium. Valosack direkt.
Dieselben Valium-Tabletten hatte die Oberin vergangenes Jahr benutzt. Die besseren Ergebnisse erzielte man aber mit Morphotinol akut. Natürlich. Weingummis? Die Weingummis sahen lecker aus. Lilly nahm das als Indiz dafür, dass sie nicht essen durfte. So, jetzt können wir die Valium... Was? Puh. Ach, verdammt. Nur ein kleines Mädchen. Was irrst du hier so rum, mitten in der Nacht? Hast du gar keine Angst, dass dich die Irren erwischen? Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten? Beenden wir erstmal. Ich wollte nämlich erstmal die Dose Valium nehmen. Das können wir. Und die Weingummis. Sehr gut. Hier haben wir sonst nichts mehr. Ein Alkoholtest. Ja, dann komm, machen wir doch mal. Ist das jetzt schlecht, weil die jetzt so gesäuft? Okay. Jetzt können wir mit dem Polizisten quatschen, bevor ich die Sachen nachher vergesse da. Du schon wieder? Willst du etwa wieder Anzeige erstatten? Natürlich. Aha. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Dr. Marcel natürlich. Doch nicht etwa Dr. Marcel, oder? Aha. Psst, nicht so laut. Der Doktor ist ein einflussreicher Mann. Wir wissen zwar alle, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber mit solchen Anschuldigungen muss man sehr vorsichtig sein. Solange du mir keine Beweise vorlegst, kann ich dir leider nicht helfen. Du schon wieder? Willst du etwa wieder Anzeige erstatten? Ja. Aha. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Natürlich mich selber. Doch nicht etwa dich selbst, oder? Aha. Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen haben? Kinder in deinem Alter sind ja nicht einmal straffähig. Der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Aber so artig wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst, richtig? Aha. Na siehst du. Wenn du darauf bestehst, kannst du dich natürlich trotzdem gerne einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen. Der Apparat ist gleich dort drüben an der Wand. Aber solange du nichts getrunken hast, kann ich dich auch nicht verhaften. Okay, dann gehen wir also. Der kann uns da leider nicht helfen, aber... Habe ich schon richtig gesehen, das ist eine Bar gewesen. Da gehen wir natürlich mal rein. Okay, was ist das? Boah, ich finde das Lied ganz cool. Flunder to go. Wie praktisch. Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld. Und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Gut. Lilly mochte alles, was bunt war. Blumen, Schmetterlinge und die Flecken, die sie bekam, wenn sie sich schlecht benahm. Dann können wir die mitnehmen. Das sind die Hauptlieder. Nachdem ihr Vater auf See verschollen war, hatte Lilly auch so eine Büchse bekommen. Der Verband zur Unterstützung von Seenotopfern hatte sich ja lange dafür sammeln müssen. Können wir die mitnehmen? Können wir, sehr gut. Ich will mal kurz hören, ob der da auch singt. Der gute Poki. Natürlich. Gut, der Barmann. Lilly hatte noch nie einen Barmann gesehen. Aber sie war sich ziemlich sicher, dass sie normalerweise keine Nachthemden trugen. Oh, können wir mit dem sprechen? Oh, was haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Ganz ohne Eltern. Allein. In der Nacht. Wie nett. Was treibt dich in diese dunkle Spelunke, in der dich niemand schreien hören würde? Der Alkohol? Ich kann keinen Alkohol an Kinder ausschenken. Mir fehlt das Rezept für den einzigen alkoholischen Cocktail auf der Karte. Den Volcano Berserker.
Außerdem sind mir die Zutaten ausgegangen. Wenn du also etwas trinken möchtest, solltest du auch die passenden Zutaten dabei haben. Dafür sind die Drinks dann umsonst. Hier, die Karte. Okay, wir nehmen... Wenn du etwas bestellen willst, zeig es mir einfach auf der Karte. Kugelfisch und Valium, sehr geil. Neongelb und Neonpink haben wir schon. Kugelfisch fehlt uns noch und Neongrün. Okay. Alles klar, was mit dem hier? Der hat keine. Alles klar, können wir hier irgendwie raus oder so? Ja, da. Okay, dann gehen wir mal raus hier. So, was haben wir hier sonst noch? Nichts mehr. Zurück. Gehen wir mal erst kurz zum Friedhof. Oh, grüne Neonfarbe, perfekt. Lilly mochte alles, was bunt war. Blumen, Schmetterlinge und die Flecken, die sie bekam, wenn sie sich schlecht benahm. Okay, wer ist das? Das Mädchen sah freundlich aus. Naja, die ist auf einem Friedhof mit einem Feuer. Naja, wir sprechen einfach mal mit ihr. Vielleicht ist es ja eine Irre. Was? Ich warte mal. Nein, hier ist nicht Tante Gordula. Mein Name ist Miranja. Miranja das Medium. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Was? Das ist doch... Moment. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Entschuldigung, Kleine. Das kann noch einen Augenblick dauern. Das ist schon wieder dieser Barkeeper Max Mixo. Ein lästiger Typ. So tot und trotzdem noch so laut. Insgesamt sind die Geister heute sehr unruhig. Lappern alle durcheinander. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte. Wie war das? Jetzt hören Sie mal, meine Dame. Ich bin doch kein Grußkartenkurier. Ich bin mir sicher. Max Mixo, sei doch bitte einmal kurz still. Hier sind noch andere, die... Wer? Nein, ich kenne keine Priscilla. Miranja war beschäftigt. Lilly hatte vollstes Verständnis dafür. Sie wusste, wie schwer es war, Geister zu ignorieren. Besonders die, die nachts nach einem griffen. Oh, okay, was können wir denn machen? Können wir da zur Beruhigung mal ein paar Valium geben? Oh. Hallo Kleine, was hast du denn da? Ist das etwa... Was? Warte mal. Nein, nein und nochmals nein. Ich kenne ihren siamesischen Zwillingsbruder nicht und ich werde ihn auch nicht suchen gehen. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte. Miranja war beschäftigt. Ohrenstöpsel? Wisst ihr... Lilly wusste, dass ihr nicht mit dem Essners esst und wenn es... Okay. Möchtest du ein paar Weingummis in die Ohren schieben? Was? Oh. Hallo, Kleine. Was hast du denn da? Sind das etwa Ohrenstöpsel? Ja. Großartig. Danke. Das ist ja genau das, was ich jetzt brauche. Nein, die sind zu groß. So. Hallo? Hört mich jemand? Ah, viel besser. Ja, laut und deutlich. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Das hätte ich mir denken können. Du kannst mir nicht zufällig noch einen Gefallen tun, oder? Aha. Es geht um Max Mixo, den ehemaligen Barkeeper der Dorfkneipe. Er macht sich Sorgen um sein Vermächtnis. Das Geheimnis seines ultimativen Drinks. Der Volcano Berserker. Er hatte immer gehofft, dass ihn dieser Drink eines Tages unsterblich macht. Wir wissen beide, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist. Aber nun hat er das Rezept buchstäblich mit ins Grab genommen. Und er wollte es doch so gern der Nachwelt hinterlassen. Es ist ganz einfach. Der Drink besteht nur aus drei Zutaten. Weingummi, Revierkraut und einer Chilischote. Hast du das? Aha. Danke. Vielleicht wird der große Max Mixo jetzt endlich seine Ruhe finden. Und ich erstmal. So, können wir die grüne Neonfarbe nehmen? Jetzt, wo sie nichts mehr mitbekommt. Können wir, perfekt. Die Weingummis nehmen wir auch mal wieder mit. Miranja schien die Weingummis nicht mehr zu brauchen. Dabei sahen die eigentlich noch ganz lecker aus. Naja, sie denkt ja, das sind Ohrenstöpsel. So, wir nehmen die zurück. Wir haben jetzt das Rezept auch für das letzte. Das können wir jetzt mal kurz dem Barkeeper zeigen. Ach Mann, ich hasse es. Ein Volcano Berserker?
Hast du denn auch alle Zutaten beisammen? Nein? Dann kann ich dir leider auch nicht helfen, Püppchen. Oh. Wir hätten aber alles für den hier. Kommt sofort. Das ist übrigens ein alkoholfreier Cocktail. Aber keine Sorge. Verdammt. Es sind genügend andere illegale Substanzen drin. Na also, können wir den nehmen? Nehmen wir, perfekt. Gut, dann verlassen wir das mal wieder. Friedhof können wir nichts mehr machen. Bar, Polizei, da müssen wir erst gucken. So. Brücke. Morse. Zum Morse kann man ja noch nicht. Wir wissen ja noch nicht, wo Edna versteckt ist. Oh. Der Weg, den Garrett gegangen war, führte Lilly zu einer kleinen Brücke über einen der brackigen Seitenausläufer des Morses. Hier waren zwei vertrauenserweckende Männer mit weißen Kitteln zu Werke, die Lilly zunächst nicht so recht einzuordnen wusste. Auf der anderen Uferseite erkannte Lilly außerdem Garrett in einem Gebüsch. Offenbar wollte er von den beiden Männern nicht gesehen werden. Und obschon die beiden nächtlichen Herumtreiber einen sympathischen Eindruck auf Lilly machten, entschied sie, es dem Jugendermittler gleichzutun. Und? Hast du schon was gefunden? Musst du das andauernd fragen? Ich melde mich schon, wenn ich was entdecke. Hast ja recht. Wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt. Seit wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen. Wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern. Und dann dieser absurde Plan mit der Hypnosepuppe. Hör bloß auf. Und such lieber weiter. Hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja. Lilly hatte genug gehört. Die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. So. Okay, können wir mit ihnen reden? Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam machen. Okay, alles klar, können wir mit Garrett sprechen? Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich nicht schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Puste. Mhm. An der Futterkrippe hing ein Schild. Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Der Förster. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte. An der Futterkrippe Okay. Lilly. Können wir die Weingummis da reintun? An der Futterkrippe grundlos würde Lilly. Valium, damit die ruhig bleiben. An der Futterkrippe Okay. Aber Lilly, hast du das Schild etwa nicht gelesen? Du darfst die Wildschweine nicht füttern. Das hat der Förster so angeordnet. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ah, okay, alles klar. Aber das weißt du ja zum Glück selber. Natürlich, viel Spaß. So, dann gehen wir jetzt in die Verbote. So, Erwachsene nicht widersprechen. Tun wir mal aufheben und bitteschön. Wenn die Säbelzahnwildschweine schon ihr Revier markieren mussten, dann auch richtig. So. Oh. Ah, ich wollte gar nicht drin. Oh Gott, ich will gar nicht zurückgehen. Revierkraut? Hervorragend. Die Säbelzahnwildschweine hatten den Neondrink getrunken und ihr Revier markiert. Das hier war demnach Revierkraut. Gut, dann nehmen wir das. So, jetzt gucken wir uns ganz kurz die Karte an. Können wir die anschauen? Ja, wir haben alles für den Vulcano Berserker sogar. Dann gehen wir zurück und bestellen den. Das hat uns ja nur noch gefehlt. So. Oh Mann.
So, wir nehmen einmal den hier. Ein Volcano-Berserker kommt sofort. Aber Vorsicht, da ist ganz schön viel Wumms in dem Drink. Und das ist nicht der Name des Wurms, wenn du weißt, was ich meine. So, wir nehmen den Vulkano-Berserker. Aber Lilly, was willst du denn damit? Das ist doch nun wirklich nichts für brave Kinder. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Oh Mann. Und Milch ist sowieso viel besser für die Zähne. Guck mal, meine lustigen Beißerchen. Die sind doch niedlich, oder nicht? Aha. Genau. Wir müssen also wieder ein Verbot umgehen. Das Wollknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Aha. Wookie. 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 Alter. Ja, Pokohund natürlich. Das sind alles Pokohunde. Zigarren. Sektkübel. Kaffee. Mayonnaise-Klar. Kaffee. Gucken wir mal an. Der Kaffee war schwarz. Wie dieser Abgrund, den Lilly sah, sobald sie die Augen schloss. Lilly hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Gut, dann nehmen wir das am besten. So, was können wir denn... Reden wir... Pokerspielende Hunde. Nichts Weltbewegendes. Nein, reden wir mal mit denen. Hey, guck mal. Das hässliche Mädchen will mitspielen. Dann soll sie ihren Einsatz machen. Ohne Einsatz kann sie nicht mitspielen. Miau. Können wir die Zigarren mitnehmen? Die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Okay, Sektkübel, können wir den mitnehmen? Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Süß. Können wir da raus? Die Cashcow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Indianerfriedhof, Prärie oder zum Sheriff? Was ist das? Ein Hinterhof? Können wir da hinten? Quacksalber. Der Gnom machte einen vertrauenserweckenden Eindruck. Sprechen kommen wir mal Sie mit näher, dem. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu, die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, also. Staunen Sie und nehmen Sie eine Kostprobe von Alkofix, dem exklusiven Wunder Allheilmittel auf Alkoholbasis. Schmeckt hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Na, kleine Lady, hast du Interesse an einer Probeflasche Alkofix, dem Wunderschnaps? Aha. Du siehst mir aber eigentlich noch ganz gesund aus. Und ich fürchte, gegen diese Sache mit den Ohren wird dir auch Alkofix nicht helfen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Tja, das tut mir ja aufrichtig leid für dich. Aber so kann ich dir leider auch keine Alkofix-Probe aushändigen. Komm wieder, wenn du krank bist. Okay, dann gehen wir mal zurück. Oh, hä? Den habe ich... Ach, ich bin davor gestanden. Wenn Lilly groß war, würde sie auch Goldgräber werden. Dann hätte sie endlich ihre eigene Spitzhacke. Ja, oder du spielst Minecraft, da hast du auch deine eigene Spitzhacke. Reden wir mal mit dem Goldgräber. Hallo, Goldgräber. Howdy, Fremde. Was treibt ein braves Mädchen in so einer rauen Umgebung? Warte mal. Doch nicht etwa auch der Goldrausch, oder? Da kannst du gleich wieder deine Sachen packen. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich.
Außerdem kämst du gerade ohnehin nicht hinein. Weg zur Mine? Vergiss es. Der Weg zu meiner Mine ist streng geheim. Selbst ich habe Schwierigkeiten, ihn mir zu merken. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Okay, was mit der Mine? Ich wusste es. Du bist hinter meinem Gold her. Aber das kannst du getrost vergessen. Meine Mine ist gut versteckt. Und selbst wenn du den Weg finden würdest, du kämst nicht rein. Der Eingang wird von einem Wendigo bewacht. Lilly hatte kein Interesse an der Mine. Aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnte es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. So, was ist ein Wendigo? Du weißt nicht, was ein Wendigo ist, oder? Tja, viel weiß ich auch nicht. Es ist irgend so ein indianischer Dämon, der mich am Betreten meiner Mine hindert. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Er treibt sich hier irgendwo rum. So, Schamane? Der Schamane? Keinen Schimmer. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont. Das war's. Aber wenn dir hier jemand was über Wendigos erzählen kann, dann er. So. Alles klar, haben wir alles durch. Dann gehen wir mal in die Prärie. Na? So. Oh. Geil. Lilly hatte es heute offenbar nur mit schrägen Vögeln zu tun. Wie nett. Hallo. Ja, ja, du mich auch. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, in nächster Zeit zu verwesen, oder? Naja, kein Problem. Ich sollte sowieso weniger Aas essen. Mein Ernährungsberater ist schon ganz verzweifelt. Mehr frisches Obst, sagt er. Mal einen Salat, weiß ich ja alles. Aber was soll man machen? Ich stehe halt auf das gammelige Zeug. Sobald ich verderbendes Fleisch rieche, fange ich an zu kreisen. Und mal ehrlich, hier in der Wüste kriegst du ja eh kaum was Gesundes. Kaum lässt man sein Essen eine Weile stehen, schon sprießen die Bakterien. Da kann man sich die übelsten Krankheiten zuziehen. Eiternde Furunkel und nässende Ekzeme. Oh Mann, das ganze Gerede übers Essen hat mich hungrig gemacht. Lass mich bitte allein mit meinem knurrenden Magen. Okay. Können wir das hier... Eine Sonnenuhr? Eine Plakette wies darauf hin, dass diese Rekonstruktion einer original-indianischen Sonnenuhr vom Verband experimenteller Kunsthistoriker gestiftet wurde. Der Sockel ließ sich scheinbar drehen. Ah, interessant. Coole Sache. Können wir das kombinieren? Gammelige Mayonnaise. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das findet sie lustig. Schön. Jetzt haben wir wenigstens eine unheilbare Krankheit. Können wir jetzt zu dem Quacksalber gehen? Mit dem nochmal quatschen. Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu, die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie... Staunen Sie und nehmen Sie eine Kostprobe von Alkofix, dem exklusiven Wunder Allheilmittel auf Alkoholbasis. Schmeckt hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Ach, du schon wieder? Nein, du brauchst nicht unbedingt näher kommen. Es sei denn, du hast inzwischen eine ansteckende Krankheit bekommen. Aha. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten, einen Tinnitus, Hepatitis, Gebärmutterkrebs.
Ja, aber hallo. Was haben wir denn da? Da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Meinen Glückwunsch. Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Um ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Dein Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo! Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. So, wir nehmen die ganze Flasche mit, vielen Dank. So, können wir die ganze Flasche trinken? Okay, ich kann hier nichts machen. Hallo? Nee? Taschentuch? Was soll das? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Wir spielen hier um richtige Geldbeträge. Also leg etwas Geld auf den Tisch oder zieh Leine. Ja. Ich zieh gerne an der Leine. Oh. Okay, Lilly mocht sie. Ah, okay. Können wir das kombinieren? Sag mal, spinnst du denn? Bei dieser Kälte kann man sich schnell eine Kältung einhandeln. Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Kann man dir vielleicht helfen mit dem Taschentuch? Oh, danke. Bitteschön. Ja, was ist das? Schnell, die Medizin. So. Endlich. Lecker. So schön. Lecker. So schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Was tust du denn da? Och nö! Yeah! Wir haben auch das dritte Verbot aufgehoben. Du sollst keinen Alkohol zu dir nehmen. Sehr cool, da gehen alle Harveys und Lilly Hand in Hand durch dieses Adventure. Awesome.